Αμάξα ελάβνισχα κακίστεος. Αμέλισον. Ο καλός έβγε. Willkommen bei Das Museum von Alexandria. Der Bau des Museums wurde von Ptolemäus I. in Auftrag gegeben, um der Akademie von Athen den Rang als intellektuelles Zentrum abzulaufen. Das Museum war den neun Musen der Inspiration gewidmet und wurde bald zum Zentrum für Philosophie und Wissenschaft. Gelehrte aus aller Herren Länder trafen sich hier, um ihr Wissen um Literatur, Naturwissenschaft und Geographie zu teilen. Das Museum wurde geschaffen, um freies Denken, den Austausch von Argumenten und die Weitergabe von Wissen zu befördern. Um einen zentralen Innenhof gruppierten sich Hörsäle und Seminarräume. In den ausgedehnten Gärten wuchsen exotische Pflanzen, die dem Studium von Kräutern und Arzneien dienten. Der Zoo ermöglichte die Erforschung verschiedenster Tierarten. Zu den größten Attraktionen des Museums zählte das Sternenobservatorium. Der Arzt und Anatom Herophilos verbrachte den Großteil seines Lebens in Alexandria. Wegen der toleranten Einstellung der Stadt konnte er im Laufe seiner Karriere zahlreiche Obduktionen durchführen. Neben vielen anderen Dingen entdeckte er, dass das Gehirn das Zentrum des menschlichen Nervensystems bildet. Er fertigte zudem Zeichnungen des Blutkreislaufs an und maß den Puls mit Hilfe einer Wasseruhr. Angetrieben von seinem unstillbaren Wissensdurst, soll er über 600 Vivisektionen an Strafgefangenen durchgeführt haben. Die Regierung bot den Gelehrten freie Kost und Logis im Museum, damit sie sich voll und ganz auf ihre Forschungen konzentrieren konnten. Dank dieser Freiheiten konnten sich die Gelehrten Alexandrias sowohl intellektuell als auch spirituell ungestört entfalten. Obwohl vom ursprünglichen Museum nichts erhalten blieb, lebt es heute in unseren modernen Museen weiter. Willkommen bei die Insel Pharos. Das Hektarstadion war ein brückenähnlicher Damm, der die Insel Pharos mit dem Festland von Alexandria verband. Der Name setzt sich zusammen aus dem griechischen Wort Hepta für sieben und dem Wort Stadion, eine Maßeinheit, die etwa 180 Metern entspricht. Da das Bauwerk den großen Hafen im Osten und den Hafen von Onostos im Westen trennen würde, versah man es mit Durchfahrtskanälen an jedem Ende. Durch die Kanäle konnte man von einem Hafen zum anderen gelangen. Der Damm schuf nicht nur getrennte Häfen für die Schifffahrt von Militär und Handel,
sondern diente auch als wichtigstes Aquädukt für die Bewohner der Insel. Nicht zuletzt schützte er die Insel und die Häfen vor den rauen Seewinden und starken Strömungen. Am Ende der Antike war das Heptastadion schließlich unter unzähligen Sedimentschichten aus Lehm und Erde verschwunden. Neben dem berühmten und gefeierten Serapeum standen innerhalb der Mauern Alexandrias noch unzählige andere Tempel. Die meisten dieser Bauten haben die Zeit nicht überdauert und es ist unmöglich zu sagen, wie viele es ursprünglich gab. In alten Papyri fanden sich jedoch wenigstens zu einigen dieser Tempel wichtige Hinweise auf ihren damaligen Standort. Sowohl Papyri als auch Münzen erzählen von zahlreichen Göttertempeln. Poseidon, der Gott des Meeres, hatte im Westen dieser Insel und auf dem Festland Tempel zu seinen Ehren. Der Tempel neben dir ist der Isis Pharia geweiht, der heiligen Schutzgottheit des Leuchtturms. Dort fand jedes Jahr im April das Fest der Sacrum Pharia statt, mit der man das wichtige Bauwerk ehrte. In ihrer Gestalt als Isis Fortuna trägt die Göttin ein Ruder und ein Füllhorn, beides Glückssymbole der Seefahrer. Der Leuchtturm von Alexandria wurde zu den 7 Weltwundern der Antike gezählt und war daher der ganze Stolz der Einwohner der Stadt. Die Arbeiten begannen unter Ptolemäus dem I. Unter der Herrschaft seines Sohnes wurde der Bau 15 Jahre später vollendet. Nach Abschluss der Arbeiten weihte man den Leuchtturm den Göttern und bat sie um Beistand für alle Seefahrer. Der auf der Insel Pharos stehende Turm bestand aus 3 Etagen, die stufenförmig aufeinander gesetzt wurden. Die 2. Etage war ein 8-eckiger Turm, die oberste Etage ein von einer Statue gekrönter Zylinder. Im Inneren fand sich Platz für Unterkünfte und eine Rampe für den Transport von Brennstoff in die oberen Etagen. Der Pharos, unverzichtbar für das sichere Navigieren, war ein voll funktionsfähiger Leuchtturm. Sein Feuer soll bis zu 50 Kilometer weit sichtbar gewesen sein. Unklar bleibt, welcher Brennstoff oder wie viel davon verwendet wurde. Wie der Leuchtturm funktionierte, bleibt ein Geheimnis. Mehrere Jahrhunderte gehörte der Pharos zu den höchsten von Menschen errichteten Gebäuden. Er maß bis zur Spitze 110 Meter. Zum Vergleich, die Pyramide von Gizeh war etwa 140 Meter hoch. Das Gebäude wurde nach und nach durch Erdbeben zerstört und schließlich im Jahr 1480 mit einer Festung überbaut. Bei Ausgrabungen auf dem Meeresboden fand man zahlreiche Steinblöcke des alten Gebäudes. Thank you.
Hm.